Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen. Atlantic Bridges, die musikalische Verbindung zwischen Nordamerika und Europa, steht diesmal ein wenig im Mittelpunkt des Windrose Festival in Schwerin. Das ungewöhnliche Musikereignis im Freilichtmuseum Muus bringt fast 100 Musiker zusammen. Traditionelle Musik trifft auf Weltkultur. Mit dabei unter anderem Seda mit ihrem Kehlkopfgesang oder auch Doc Rossi, der Amerikaner, ist ein Meister der Saiteninstrumente. Infos zu allen Künstlern unter www.windrose-festival.de. Beim Bad der Stadtfest am 8. September wird die lange Straße in einen bunten Marktplatz verwandelt. Kunsthandwerker, regionale Produzenten und lokale Vereinsstände präsentieren sich. Bis 19 Uhr wird jede Menge geboten zwischen Markt und Altstadtcenter. Umrahmt wird das Stadtfest von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit Musik, Modenschau und Mitmachaktionen. Los geht es in der Vineta Stadtbad um 11.30 Uhr. Bad Sülze ist als Kur- und Salzstadt bekannt, doch auch die Dahlienschau macht Bad Sülze überregional bekannt. Vom 6. bis 8. September wird das 39. Dahlienfest in dem Kurort gefeiert. Am Samstag präsentieren die Schüler der Dahlien-Grundschule ihre Künste auf der Bühne. Später kommen die Matrosen in Lederhosen vorbei und es gibt eine Feuershow. Am Sonntag ist die Wahl der Dahlienkönigin der große Höhepunkt. Eva und die Apfelfrauen und die Rückkehr der Apfelfrauen sind Bücher der Autorin Tanja Kretschmar. Am 6. September ist die Schriftstellerin im Literaturhaus Uwe Jonsson in Klütz zu Gast und liest aus ihren Werken. Dabei lernen die Zuhörer 5 Freundinnen, deren Apfelgarten und die Überraschungen eines Sommers kennen. Eine amüsante und romantische Geschichte. Los geht es im Literaturhaus um 19.30 Uhr. Das Abschlusskonzert der Konzertreihe Naturklänge am Hohen Ufer zwischen Ahrenshoop und Wustrow findet am 7. September um 18 Uhr statt. Das Saxophon-Quadrat spielt passend zum Jahr des Saxophons. Sie hören Klassik, Jazz und Polka. Das Abschlusskonzert läuft unter dem Titel Every Breath. Tickets gibt es unter anderem in der Kurverwaltung Ahrenshoop und in der Kurverwaltung Wustrow. Vernetzen für den Klimaschutz. Am 7. September findet das Vernetzungstreffen Our Planet, Our Future in Rostock in der Frieda 23 statt. Die Hochschulgruppe Students for Future lädt ein zum Informieren, Vernetzen und zur Teilnahme an Workshops. Als Gäste werden Professor Hans Josten von der Uni Greifswald und Kaspar Baumgart von der WMAG AG erwartet. Anmeldungen bis 1. September an post@boell-mv.de. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kulturtipps werden Ihnen präsentiert von der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow Parchim und Umgebung. Ein Zuhause für alle Generationen.